Und das ist das Kind, das wir so lange gesucht haben. Was zur... Hat er gerade das gemacht, was ich denke, was er gemacht hat? Mergos Amme. Oh mein Gott, dieser HP-Pool. Das Design ist geil. Ich hatte für einen Moment gedacht, sie hätte das Kind gegessen. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber... Na, ich weiß schon, wie ich darauf gekommen bin, aber... Ich bin irgendwie froh, dass sie es nicht so implementiert haben. Das Design ist halt wirklich gut. Ja, ich versuche es mir gerade anzusehen, wenn ich nicht sterbe, aber irgendwie ist das relativ schwer, beides gleichzeitig zu tun, wisst ihr? Oh mein Gott, die Flügel kommen raus, was wird... Ich glaube, ich sollte eigentlich wegrennen, wenn es tut, aber... Ah ne, sie hat einfach nur Dunkelheit gezaubert, mehr, sozusagen. Oh mein Gott, mehr Arme. Mehr Arme an der Amme. Wieso ist sie auf ein... Sie kann Phantome von sich erschaffen, die angreifen. Okay. Überhaupt nicht creepy oder so, nein, nein. Was zur Hölle? Ich meine, der Bosskampf ist awesome. Das Boss-Design ist awesome. Das Kampfdesign ist awesome. Aber was zur Hölle? Und das über die Hälfte bekommen beim ersten Versuch, ja. Ich bin halt mit den Phantomen da nicht klargekommen. Bin ich ganz ehrlich, diese Phantome, was auch immer das für Dinger sind, die haben mich total aus dem Konzept gebracht. Ich hab so gedacht, ja, scheint machbar. Selbst als die zusätzlichen Arme dazu gekommen sind, weißt du, ja, ist okay. Ist wirklich okay. Und dann als die, Und dann, als die Phantome dazugekommen sind, war es wirklich so, ist nicht mehr okay, ist nicht mehr okay. Na, von den Leuten, die gerade da sind, hat keiner Plattform gespielt, oder? Würde mich nur gerade interessieren, einfach nur ja oder nein sagen, ich will keine Informationen oder so. Interessiert mich gerade einfach nur mal. Du hast mal angefangen, ja gut. Anfangen, ich kann verstehen, warum man es aufhört, mal sozusagen. Ja, Wayne, wundert mich bei dir nicht, ist halt, nicht deine Art von Spiel einfach. Selbes gilt für Watten. Ihr beide habt zwar unterschiedliche Videospielgeschmäcker, Aber ich kann mir bei euch beiden nicht vorstellen, dass ihr dieses Spiel freiwillig anruhen würdet. Well, dieser Versuch war nicht so erfolgreich. Und ich weiß zum Beispiel Möppi, der ist ja auch da, der hat's auch nicht gespielt. Weil ich weiß, hat Möppi nur Dark Souls 3 durchgespielt, was glaube ich. Und
am Ende des Jahres habe ich dann vermutlich alle From-Software-Spiele gespielt, außer, also alle seitdem From-Software einigermaßen bekannt wird, außer Demon's Souls. Aber ja gut, versuch mal irgendwo eine PS5 herzubekommen am besten. Und ich bin ja auch jemand, der sagt, ich will definitiv eine PS5 mit Disk Drive, wenn ich mir eine hole. Darüber reden wir nicht, okay? Ich weiß, also zumindest ich bin da halt so, dass ich sage, wenn ich mir eine PS5 hole, die braucht einen Disk Drive. Ich meine, ich hab nicht ohne Grund so ein Regal. Okay, man sieht hauptsächlich das Merchandise, aber dahinter sind, wie ihr wisst, hauptsächlich Videospiele. Von PS2, PS3, PS4, Switch, Wii, DS, 3DS und da oben noch ein bisschen PS2 und PS1. Die Sache ist, ich habe sogar mittlerweile angefangen, PS4-Spiele aufeinander zu stapeln, weil normalerweise stehen die ja so direkt nebeneinander, aber weil mir so langsam der Platz ausgeht. Liegt gerade Bloodborne, Kingdom Hearts 3 und Kingdom Hearts 1.5 plus 2.5 Remix einfach auf den anderen drauf. Musst du gerade selbst gucken, was dann liegt. Apropos Kingdom Hearts, erwartet nicht, dass mein Playthrough von der Reihe vor Ende des Jahres weitergeht. Die Gründe heißen Xenoblade 2 und Xenoblade 3. Weil vor Xenoblade 3 will ich Xenoblade 2 im Stream sehen und Xenoblade 3 kommt im September schon raus. Also. Ja, Murphy, dass du da nicht böse drum bist, ist mir klar. Du bist doch in jedem Stream froh, in dem ich nicht Kingdom Hearts spiele, das weiß ich doch. Ich glaube, Wayne wird da eher so Probleme damit haben. Ja, das heißt Probleme. Würde schade finden. Probleme damit haben ist jetzt vielleicht übertrieben. Bei Wattli weiß ich nicht, bei Lee per se von mir auch nicht, dementsprechend. Und bei euch ist es halt auch einfach einzuschätzen, weil, ja, Wayne ist Kingdom Hearts Fan. Und Möppi sagt mir gerne, hat mir schon öfters gesagt, dass er kein Fan davon ist, dass ich Kingdom Hearts spiele, aber trotzdem reinschaut, weil er nie in meine Streams war. Ich bin sowieso gestresst, dass du selten dazu kommst. Ja, wer weiß, vielleicht ist Ende des Jahres ja anders. Ich meine, möglich ist es ja. Ich hau die Phantome kaputt, aber da hinten ist das Original. Das will ich eigentlich kaputt hauen, ist die Sache. Mache ich 2 Monate Pause, bevor du mit der Ausbildung weitermachst. Das wusste ich noch gar nicht, aber... Ja, das würde sich ja dann anbieten. Oh. Das Ding ist verschwunden. Ah, da hinten wieder aufgetaucht. Okay, ich war gerade so okay. Verschwunden, interessant. Ah, ich hätte gedacht, der außerhalb der Range Mist. Hey Elderkill und hey Einhornfaust. Man gewöhnt sich an die langsame Waffe. Wie geht's euch beiden? Ich sag mal so viel, mit der guten Damage-Skalierung der Waffe, das macht die Geschwindigkeit wett.
Für mich zumindest. Oh mein Gott, lebe ich noch? Oh mein Gott, ich lebe noch. Ah ja, hab Feierabend. Was geht bei dir? Ich versuche gerade diesen Boss zu killen. Wie man eventuell sieht. Umhüllt wieder alles in Dunkelheit. Ist kacke, weil er nicht von Phantome kommen kann. Ist aber auch gut. Weil damit, kann ich dann jetzt auch gut Damage reinbringen. Jetzt ist das Wichtigste, nur nicht schwierig werden. Ich kann das hier runterspielen, ich habe 5 Blutbioden. Das ist die Sache, die ich mir hier merken sollte. Ich kann das dank der Blutbioden echt gut runterspielen, wenn ich es hinbekomme. Oh mein Gott, ist das direkt? Yes, komm schon. Noch ein Hit. Yes. Können wir jetzt endlich das Kind retten? Danke, Mann. Was zur Hölle? Die Nebelwand hier ist nicht weg. Wieso ist die Nebelwand nicht weg? Albtraum erschlagen. Ein Drittel einer Nabelschnur. Merkusammer? Nur mal so aus Interesse. Wie viel Prozent haben? Nur 25%, okay. Ein Drittel einer Nabelschnur ist schon ein bisschen makaber. Hab keine Ahnung, was das macht, aber ich finde es sehr makaber. Wundert mich, dass das kein Schlüssel-Item ist, um ehrlich zu sein. Wovon hast du denn gerade den Ohrwurm? Ist dein erstes Playthrough? Jo, ist mein erstes Playthrough. Findest du die Geräusche beim Rumrennen und den wahrscheinlichen Ursprung unangenehm? Ja, ja, sehe ich. Dass das unangenehm ist. Was für ein Pokémon bist du? Okay, ich habe vieles erwartet. Aber nicht das. Als Ohrwurm. Ich muss zugeben, ich habe wirklich sehr viel erwartet. Was zur... Wieso brennt... Good Hunter, you have come. Dawn will soon break. This night and this dream will end. Gammon awaits you. At the foot of the great tree. Bist jetzt enttäuscht oder geschockt? Beides. Very well. Let the echoes become your strength. Let me stand. Deswegen weiß ich nicht vom Drittel der Nabelschnur. Ich habe so eine dumme Befürchtung, was es bedeuten könnte, ist die Sache. Farewell, ach komm schon. Ich benutze die Dinger doch eh nie. Da kann ich jetzt auch mal ein bisschen rasendes Kaltblut benutzen. Hast du, Pokémon gezockt? Nee. Hab ich nicht gezockt. Ich habe aber letztens gesehen, dass jemand, den ich folge, das momentan zockt. Also, ich weiß zumindest, dass es existiert. Er ist ja so ein Pixel-Art-Pokémon sozusagen. Alles klar, gute Nacht, Wattli. Danke, dass du lange dabei warst, wie immer. Und, ich wollte gerade sagen, hab dann noch einen schönen Abend. Hä, wieso kann ich das rasende Blutecho nicht verwenden? Hä? Ah, ich war noch im Gespräch. Ups. Gammon erwartet mich am Fuß des großen Baumes. Was ist denn der große Baum? Wo ist der große Baum? Ich will keine Antworten, ich denke gerade nur laut. Aber die Streams haben mich noch nicht so 100% überzeugt, dachte ich, hätte nach deiner Meinung. Nee, ich hab's noch nicht angerührt, leider.
schätze mal, den Albtraum haben wir halt dadurch abgeschlossen. Großartiges Relikt, das euch nur das Auge bekannt ist. Jeder Großartige hat als Kind diesen Vorläufer der Nabelschnur. Jeder Großartige verliert sein Kind und sehnt sich nach einem Ersatz. Fuck. Diese Schnur gewährte Menses eine Audienz mit Mergo, aber führte zur Totgeburt ihrer... Nutze sie, um Einsicht und angeblich innere Augen zu erhalten, obwohl sich niemand erinnern kann, welche Folgen dies hat. Okay. Dann kann man überlegen, wo könnte der große Baum sein? Ja, auf jeden Fall scheint das dann jetzt unser letzter Gegner, das scheint der Final Boss des Spiels zu sein, oder? Hier ist auf jeden Fall nichts in der Richtung. Da, wo der Typ auf mich wartet. Ah, danke. Mir nicht aufgefallen. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwo ein Ja-Name ist. Friedhof der Dunkelbestie, Kirche des Esches. Im Kathedralenbezirk. Bankenzimmer im Erdgeschoss ist auf jeden Fall nicht. Zentrum von Jana am Großbrücke tendenziell auch weniger. Der große Baum befindet sich im Traum. Okay, das habe ich mir jetzt schon gedacht, weil ich habe so gedacht, hä, irgendwie passt das hier alles nicht so gut, nicht so zusammen. Oh. 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 Okay. Hi. Good hunter. You've done well. The night is near its Hilfe? End. Now, I will show you mercy. You will die, forget the dream, and awake under the morning sun. Okay. You will be freed from this terrible hunter's dream. Ablehnen. Ich kann ihn damit doch nicht durchkommen lassen. Dear, oh dear. What was it? The hunt? The blood? Or the horrible... Er wirkt irgendwie nicht so wie der nette Kerl. Deswegen, es muss enden, denke ich. Auch für ihn. Comes down to the hunter's helper to clean up after these sorts of messes. Nur mal aus Interesse, hätte man diesen Bossfight vermeiden können, indem man einfach das Leben einreicht und dann wäre das Spiel vorbei? Tonight, Gammon joined. Ich muss sagen, ich wollte auch irgendwie gegen ihn kämpfen. Ja. Oh, gegen ihn wird es mit meiner Waffe lustig, das merke ich jetzt schon. Du sagst 20 Versuche. Oh, okay. Dann ist meine Motivation, es in unter 15 zu schaffen. Der kann ja auch schießen. Sollte man eigentlich wissen, wenn man selber Jäger ist, dass er vermutlich auch schießen kann. Aber irgendwie habe ich gerade Flashbacks an den Final Boss aus Sekiro.
Ich weiß, Bloodborne ist technisch ist älter, aber ich hab Sekiro halt vorher gespielt. Was soll ich dazu sagen? Ey, mit dem Hammer kann man den ja super wegstaggern. Ich hab Angst vor seiner letzten Phase, by the way. Die anscheinend jetzt beginnt. Oh, er wird zum Super Saiyajin, das gefällt mir nicht. Was zur... Ich weiß nicht mal, was mich getroffen hat, ist die Sache. Ah. Okay. Normal. Dead Rail-basierte Bosskämpfe. Ja, Sekiro ist ja auch Dead Rail-basiert. Aber ich meine auch von der Atmosphäre, die hier aufgebaut ist mit den Blüten und allem, ne? Ich werde mir überlegen, für die letzte Phase tatsächlich meine Waffe einhändig zu führen. Oh mein Gott, der kann mich damit staggern. Hilfe. Oh nein, nein, nein! Bin ich denn da noch gedodged? Ach komm schon! Lass mich wenigstens mal heilen. Danke. Seine letzte Phase da, ne? Oh, er wird zum One Winged Angel, bitte nicht. Oh. Ja? Das ist bitter. Das ist bitter. Ich habe nicht gewusst, dass er eine Aura machen kann, die mich so tötet. Aber naja, man lernt anscheinend nie aus. So, es wurde erstmal Zeit, wieder Blutviolen zu farmen. Ich weiß auch genau, wo ich dafür hingehe. Ne, der Tod, Elderkill, der Tod wurde ja schon aufgerechnet von Lady Persephone. Erinnert dich an Malusha. Ja, ich sehe es auf jeden Fall. Soll übersehen. Kein Thema, deswegen weist ich drauf hin. Man kann das ja mal übersehen. Ach ja, das Blutviolenfarmen wird jetzt immer wieder sehr schön. Aber ich glaube, ich werde das hier jetzt als Blutviolen-Farm-Spot benutzen. Einfach weil die Gegner hier auch gerne mal Blutviolen einfach so droppen. Und falls ihr euch fragt, wie weit ich denn jetzt hier ungefähr gehe, ich werde das erste Schwein töten. Hast schon ein paar Chalice-Dungeons gemacht? Ein. Ich habe den ersten gemacht mit dem Feuerhunter am Ende. Der Wächter der... Hüter der alten Herren oder so. Ne, nicht alten Herren, alten Fürsten, glaube ich. Irgendwie sowas. Die Sache ist, für die anderen Chalice Dungeons habe ich halt nicht die Materialien. Oh mein Gott, nein, nein. Ich gucke eigentlich darauf, dass er genau vor mich hin droppt, in etwa so, damit ich ihn damit töten kann. Perfekt. Hinterlässt zwei Blutviolen und einen Haufen Blutechos. Die nehme ich mit und renne zurück. Ich meine, die Sache ist, solange das Spiel nicht automatisch im New Game Plus startet, habe ich ja auch kein Problem damit, wenn ich die Chalice Dungeons dann eventuell nachholen und mir angucken, wie ich überhaupt die Materialien dafür bekomme. Ich könnte theoretisch noch schauen, ob ich welche jetzt machen könnte, durch irgendwelche Materialien, die ich mittlerweile gesammelt habe.
Aber komm, wenn wir den Boss schon jetzt angerissen haben, sozusagen, will ich auch niemanden auf die Folter spannen. Uns fehlt halt Ritualblut 1. Kommt man nicht zufällig bei euch hier oben, oder? Sieht nicht so aus. Locken 60 Einsicht, oh mein Gott. Die Sache ist, wir können uns tatsächlich Blutbrocken machen. Oh. Nein, nein, ich wollte eigentlich hier hin. Ja, 23, solide Anzahl. Ich würde sagen, da kann ich auch alle meine Quecksilberkugeln mal verkaufen. Um mir eine weitere Blutviewer zu kaufen. Weil es nur von Chell, dass es einen Dungeon gibt, bei dem man eine ungesunde Menge an Blutechos farmen kann. Oh. Ist für mich auch so okay.